Hallo an alle, willkommen zur Webreview für den no Monat November. So. Irgendwie ist die ein bisschen sinnlos, denn ich habe von den 5 LEs, die ich euch vorstellen kann, schon 3 gesichtet und auch schon 3 eingekauft. Und zu 2 müsste jetzt auch schon ein Video oben sein. Deswegen werde ich euch jetzt heute ganz viel in die Infobox verweisen, weil ihr euch da einfach die Produkte schon live anschauen könnt. Ja, und ich da nicht so viel zu den LEs sagen möchte, wo ich schon was habe, sondern eher zu denen, wo ich noch nichts habe. Fangen wir mal mit P2 an. Und zwar die Keep the Secret. Und die habe ich auch gesichtet gestern. Ganz frisch. Das Video kommt aber erst morgen, weil ich heute keine 3 Videos hochladen will. Ich lade heute schon 2 hoch. Das reicht schon. Ja, die Produkte. Ich kann euch ja mal sagen, ja, ihr solltet euch wirklich das andere Video anschauen. Ich kann euch vielleicht nur so viel sagen. Highlight sind wirklich die Stifte. Also die Lidschattenstifte, sie sind wirklich gut. Ich habe sie alle 4 geswatcht und heute ist der Morgen danach und ich habe geschrubbelt und gerubbelt und ich habe sie immer noch drauf. Was halt für die Haltbarkeit spricht, aber irgendwie auch ein bisschen gegen Lidschatten, sondern mehr für Eyeliner. Hier nochmal. Ich weiß es nicht. Je nachdem, wie ihr es mögt. Ich habe mir keinen mitgenommen, aber sie sind wirklich von sehr, sehr guter Qualität. Sie sind auch etwas teurer mit 4,75 €, aber sie sind wirklich qualitativ sehr gut. Ihr müsst bloß ganz, ganz schnell damit arbeiten, weil die sich dann keinen Millimeter mehr bewegen. Beziehungsweise, wenn ich die nicht mal von meiner Hand runterkriege, wie kriegt man die vom Auge runter? Aber, also wirklich ein hochwertiges Produkt. Wenn ihr sowas noch nicht habt, dann könnt ihr da mal hinschauen. Mir war es halt für einen braunen, also die anderen waren nicht interessiert, und für den braunen Stift war es mir einfach zu viel. Jetzt erzähle ich schon wieder so viel, obwohl ich das alles in dem anderen Video machen wollte. Ja, das als kleiner Vorgeschmack für mich wirklich die Stifte, das Highlight der LE. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, meine Meinung zu den anderen Produkten hören möchtet und auch die Produkte sehen möchtet, die ich mir gekauft habe, dann schaltet morgen nochmal ein, dann kommt das Video zur Keep the Secret. So, kommen wir mal. Ich mache jetzt erstmal alle die, die ich schon gesichtet habe, weil sonst, ne, damit ich gleich sagen kann, hier, schaut mal. Wir haben die 2 Essence-LEs, die Twilight Saga Breaking Dawn LE, und die habe ich schon gesichtet und letztes auch ein Video schon online. Und da würde ich euch jetzt auch einfach drauf verweisen. Findet ihr unten in der Infobox. Ich habe mir echt viel mitgenommen. Also, ja, 2 Nagellacke, das Schimmerpuder, na, das Blush, 2 Pigmente, den Lippenstift nicht. Ja, aber ich habe mir einiges mitgenommen und kann euch da auch einiges zeigen. Und ich glaube, das ist für euch jetzt besser, wenn ihr da schon mal einen Live-Eindruck bekommt, als wenn ich jetzt hier über die Pressebilder labe. Deswegen einfach mal in die Infobox schauen. Okay, und dasselbe gilt auch. Gehen wir mal ein bisschen zurück. Na, das war zu viel zurück. Und dasselbe gilt auch für die Home Sweet Home. Die habe ich gestern Abend ganz, ganz frisch entdeckt und war super, super glücklich, weil auf diese habe ich gewartet, unter anderem. Ja, und dazu gibt es jetzt auch das Video schon. Also das, entweder ist es schon online, dann habt ihr den Link unten in der Infobox, oder es kommt in den nächsten 1, 2 Stunden online, weil es gerade hochlädt. Ja, aber auf jeden Fall, das wollte ich heute auf jeden Fall noch hochladen und ich habe mir da auch gut mitgenommen. Ich habe 2 Lidschatten mitgenommen, ich habe einen der Lippenstifte mitgenommen. Absolutes Highlight, diese Lippenstifte. Sie sind matt, deckend und langanhaltend. Und ich hätte nie gedacht, dass ich jemals einen Essenslippenstift mit diesen 3 Attributen beschreibe. Und trotzdem sind sie so leicht, wie Essenslippenstifte halt sind. Also Begeisterung pur hier, merkt ihr schon. Ja, das habe ich mir nicht mitgenommen. Ein Blush habe ich mir mitgenommen. Keine Lacke, weil irgendwie sehr austauschbar die Farben. Auch die Sticker nicht, weil ich nicht auf Sticker stehe. Aber ich habe mir auch das Täschchen mitgenommen, weil ich so süß fand. Ja, also wenn euch die Produkte live interessieren, dann schaut in die Infobox. Dort findet ihr den Link. So, und das war es jetzt mit dem Infobox-Hinweise geben. Denn jetzt kommen wir mal zu Limited Edition, die noch nicht erschienen sind. Fangen wir mal bei P2 an. Und zwar haben wir hier die Fly Me to the Moon, die ist erhältlich vom 8.11. bis zum 5.12. Und es gibt leider nur wieder so ein großes Gruppenbild, wo dann die einzelnen Beschreibungen rauspoppen. Ich muss sagen, insgesamt gefällt mir die LE recht gut vom Design. Es ist sehr schlicht gehalten, schön rund, so ein bisschen planetenmäßig halt, gebackene Produkte. Es erinnert mich halt einfach so an sich vom Thema her an LEs, die es schon mal gab, zum Beispiel von Catrice, die Out of Space oder solche Sachen. Also ich glaube, Space LEs hatte ja wirklich schon jede Kosmetikmarke mal.
Was vielleicht zu beachten ist. Also ich finde von den Nagellacken, das Grün lacht mich jetzt schon ziemlich an. Ich stehe gerade unglaublich auf grüne Nagellack. Ich habe aber aus der Keep the Secret den Grün mitgenommen. Ja, ansonsten, also der würde mich sehr interessieren. Da gibt es halt diese drei Farben. Die Katze spielt hier gerade neben dem Laptop rum. Also wenn ihr da was hört, ich entferne dich mal. Passiert mir sowas auch schon in meinen Web-Preview-Videos. Das ist ja schon schlimm genug, wenn das in den normalen Videos passiert. Na. Dann, was ich auch ein bisschen freaky finde, ist das Blush, wo ich nicht richtig weiß. Also ist das jetzt nur der Deckel und das ist das Blush und das ist hier unten als Puder drin oder ist das eine Flüssigkeit oder also Creme Rouge oder wieder ein Gel Rouge oder irgendwas. Also ich habe gar keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall freaky aus, kann man sich ja mal angucken. Ja, ich mag das ja immer nicht, wenn man diesen eingebauten Applikator benutzen muss. Aber mal schauen. Dann haben sie jetzt auch ein Color Changing Lippenstift, das hier ist das Red Planet Nude Lipstick. Und wenn, ich werde den testen. Und wenn er genauso so pinkig rauskommt wie der von Catrice, dann wird der hier da bleiben. Also ich brauche da nicht drei Stück oder so davon rumliegen, ohne sie zu benutzen, weil ich dann doch eher der Farbentyp bin. Dann haben wir zwei Puder, die aber eher zum Highlighten gedacht sind. Also steht auch hier zum, na gut, zum Highlighten und zum Akzenturieren. Naja, gut. Mit Highlightern setzt man ja auch Akzente, aber es ist halt nicht zum Konturieren, weil könnte ich beides auf einmal für dasselbe nehmen. Und habe das helle und das etwas dunklere und wenn der schön gelungen ist, dann gucke ich mir das auch mal an. Obwohl ich ja eigentlich genug Highlighter hier rumfliegen habe, aber ja, dann ist sie auch irgendwie Sammler. Dann haben wir drüben noch ein Solid Perfume. Kann ich noch gar nichts zu sagen, muss halt warten, bis wir wissen, wie es riecht. Dann hier ein kleines Lippenwachs, volumengebendes Lippenwachs. Und das finde ich einfach von der Verpackung ziemlich süß. Ich finde, es hebt sich auch so ein bisschen raus, weil es halt so pink ist und der Rest ist doch eher so in diesen Space-Tönen gehalten. Ja, mal schauen. Aber volumengebend ist halt auch immer so ein bisschen, naja. Und dann noch vier Lidschatten, die aussehen wie gebacken. Ja, ich denke mal, die sind auch gebacken. Aber mich stört schon wieder das Wort Sparkling Eyeshadow. Also da wird viel geglitzert dabei sein, obwohl ich bin ja gerade ziemlich anfällig für Glitzer. Aber immer, weil ich schon Richtung Weihnachten denke und mir denke, wow, das kannst du ja an Weihnachten tragen. Ich habe mittlerweile schon mindestens 10 Lidschatten, wo ich mir denke, ah, die kannst du ja an Weihnachten tragen. Die sind ein bisschen glitzeriger, ist ja nicht so schlimm. Ach, naja, aber auf jeden Fall, ich werde sie mir anschauen. Vielleicht sind sie auch nur schimmernd. Das würde mir recht gut gefallen. Der helle, den würde ich mir mal anschauen. Und vielleicht noch der hinten mit den Goldadern. Die anderen sind mir, glaube ich, zu kühl. Also der blaue ist definitiv kalt. Bei dem müssen wir jetzt schauen. Das sieht sehr silbrig aus. Okay, das war die Fly Me to the Moon ab 8.11. erhältlich. Vielleicht auch immer ein bisschen eher. Das ist ja bei P2 immer so das Ding. Die Keep the Secret ist jetzt in den neuen Theken im großen Aufsteller in der Mitte. Das heißt, wenn ihr die neue Theke noch nicht habt, werdet ihr wahrscheinlich auch die Keep the Secret noch nicht reinbekommen, was ein bisschen schade ist. Aber der Aufsteller ist einfach so groß, der passt auch nicht in den anderen Aufsteller. Oder sie stellen es halt doch irgendwo in den DM hin. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Und deswegen, ich denke mal, die Fly Me to the Moon wird auch in einem extra Aufsteller irgendwo stehen. Einfach nur so als Hinweis, wenn ihr da auf die Suche geht. So, und jetzt kommen wir mal zur letzten LE schon. Ja, ich konnte halt zu den anderen nicht so viel erzählen. Und das ist die Spectacular von Catrice. Ja, Katze rankert rum. Und ich würde sagen, wir schauen uns nochmal das Preview-Video an. Ja, ein etwas orientalisch angehauchtes Thema. Ich finde es sehr interessant und bin auch sehr gespannt. Auch die Produkte. Ich habe jetzt, sie wurden glaube ich im Müller auch schon gesichtet teilweise. Im DM war ich gestern in zwei verschiedenen und da war noch nichts zu sehen. Ja, Highlight der E ist natürlich, sind die Pure Chrome Eyeshadows. Die sind auch in dieser Gelee-Textur, wie es von Yves Saint Laurent ja bekannt ist. Also Yves Saint Laurent hat die als erstes auf den Markt gebracht und die erscheinen gerade in ganz, ganz vielen RE's. Also Misslin bringt solche raus, Art Deco bringt solche raus, MAC mal wieder in seiner Weihnachts-RE bringt auch wieder solche raus.
Und hier kriegt ihr die aber wirklich im Standardsortiment, Quatsch, nicht im Standardsortiment, aber in der Drogerie zu wirklich erschwinglichen Preisen, wie ich finde. Also 3,99 für einen Lidschatten ist schon viel, aber dadurch, dass der so eine spezielle Textur hat, ich meine, der ist auch vergleichbar mit den Kiko Water Eyeshadows, die sind auch in dieser so gelmäßigen Textur. Und die kosten ja auch schon alleine 8,90 €. Und wenn ihr für 3,99 € etwas Ähnliches bekommt, dann ist das ja der Hammer. Mich würden, wenn dann, auf jeden Fall der Goldton interessieren. Mal schauen, vielleicht auch der Rosaton, wenn er wirklich rosa und nicht pink ist, weil pink ist ja eher kühl. Und das Grau vielleicht zum Schattieren, auch wenn es kalt ist, aber gerade die beiden in Kombination stelle ich mir echt schön vor. Auch wieder für Weihnachten. Naja. Aber auf jeden Fall, einer kommt mit, einfach nur, weil mich die Textur auch unglaublich interessiert. Die Single Lashes interessieren mich nicht so, da gibt es jetzt auch welche von P2 und ich habe es nicht so mit Kunstwimpern, ich hatte einen Versuch und das ist katastrophal. Dann gibt es auch jetzt hier einen super feinen Eyeliner Pen, so wie es jetzt viele Marken herausgebracht haben. Und damit wurde auch dieses Muster hier unten anscheinend gemalt oder soll so aussehen, als wurde es damit gemalt. Also es gibt keine Fake Paper Lashes oder irgendwas, das ist aufgemalt, anscheinend mit diesem Stift. Dann ein Highlighting Powder und Catrice schafft es ja immer wirklich gute Highlighting-Powders rauszubringen in LEs. Ich werde mal schauen. Ich glaube, ich habe halt irgendwie letzten Monat zwei, drei Highlighter gekauft oder zwei und ich brauche eigentlich keinen Highlighter. Vor allem hat Catrice ja jetzt auch einen wirklich guten im Standardsortiment. Ich meine, der Ende Wonderland war auch wirklich sehr speziell mit diesem rosa-goldenen. Wenn das jetzt hier einfach nur ein normales, dezentes Schimmerpuder ist, dann ist das jetzt kein Highlighter, der heraussticht, finde ich. Also wenn ihr noch keinen habt, könnt ihr dann zuschlagen, aber wer schon seinen liebsten Highlighter hat, der braucht dann, glaube ich, da nicht verzweifeln, weil es gibt ja immer noch den im Standardsortiment. Das ist halt so das Ding. Ja, das Mousse Blush interessiert mich nicht. Einfach, es ist sehr rosa und ich bin mit, ja, ich komme mit Creme Rouge, Creme-Produkten für die Wangen nicht gut klar. Ich weiß auch nicht. Dann haben wir Sheer Lip Colors. Und da interessiert mich die ganz, ganz helle Nuance. Einfach weil ich letztens auf der Suche nach einer ganz, ganz hellen Nuance im Drogeriebereich war. Einfach weil ich, wenn ich wirklich Nude möchte, brauche ich einen toten Nude. Also wirklich so einen ganz hellen Ton, weil ich ja auch hell bin. Weil, ach, also mir stehen auch diese orangelichen Nude-Töne, da habe ich jetzt auch einige angesammelt. Und die stehen mir auch gut, aber die sind halt irgendwie immer noch da. Also ich möchte sie wirklich mal ganz, ganz weghaben. Und entweder gehe ich dann halt zu MAC und bezahle 20 € für so einen hellen Ton, weil in der Drogerie, ich habe wirklich geguckt, ich finde keinen nicht mehr bei L'Oreal oder Max Factor oder was weiß ich. Und deswegen freue ich mich jetzt hier sehr auf der. Er ist ja Sheer Lip Color, also wird er auch sehr sheer sein. Denke ich mal, aber ich hoffe doch, dass es reicht. Ich werde ihn live swatchen und dann entscheiden, weil kostet ja auch wieder 4 €. Aber naja. Und dann Ultimate Nail Lacquers. Da, ja, mal wieder in drei Pink-Bärentönen. Also, ja. Ich finde es langsam echt nicht mehr. Also, es sind immer so viele Catrice-Lidschatten auf den Markt geschmissen zu jeder LE. Und das ist für mich so ein bisschen. Ach. Naja. Aber der helle vielleicht. Wenn er wirklich besonders ist. Wenn er deckend ist. Wenn er nur so flüssig ist und man braucht 5000 Schichten, dann nicht. Aber wenn das jetzt so die Farbe, wie sie hier drin rauskommt, deckend ist, dann könnte mich das schon interessieren. Und den Gold Leaf Top Coat muss ich mir auch anschauen, weil ich habe ja schon den aus der Essence. Na? Snow White LE. Ich glaube, der hier ist feiner und halt mehr so blattgoldmäßig. Wenn der mir gefällt, dann nehme ich den wahrscheinlich auch mit, weil. Ah, ist ja bald Weihnachten, aber. Ja, ich habe eigentlich genügend Glitzer-Topper und bin davon aber jetzt ein bisschen abgekommen. Ich mag das lieber im Sommer, so mit ein bisschen Chemie, Chemie, Glitzer, Glitzer. Jetzt so Richtung Herbst bin ich mehr der milchige Typ auf den Nägeln. Ja, das war auf jeden Fall die Spectacular. Mal gucken, wenn wir sie bekommen. Sie wurde, wie gesagt, im Müller, glaube ich, schon gesichtet. DM ist ja noch nicht angekommen. Aber da werdet ihr bestimmt auch von mir Bescheid bekommen, weil ihr dann auf jeden Fall ein Haul-Video bekommt. Ja, dann war es das jetzt mit den LEs. Es waren trotzdem 15 Minuten, obwohl ich eigentlich nur zwei Stück vorgestellt habe, so richtig. Die Links zu den anderen, die ich jetzt nicht gezeigt habe, aber wo es halt neue Videos zu gibt, findet ihr in der Infobox. Beziehungsweise für die Keep the Secret müsst ihr morgen noch mal reinschauen. Und ja, dann bleibt mir nichts anderes, als euch einen schönen Tag zu wünschen. Passt auf euch auf, macht euch eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, danke fürs Einschalten.